Wir haben hier einen Versuchsaufbau zur Dispersion und Brechung am Prisma. Dazu haben wir eine breitbandige Lichtquelle, dann eine Linse, die mithilfe dieses Lichts diesen Spalt hier ausleuchtet. Der Spalt wird dann von dieser Linse hier auf die Wand abgebildet. Das heißt, hier an der Wand sehen wir das Abbild dieses Spaltes hier. Das Prisma ist das hier, das steht jetzt noch nicht im Strahlengang drin. Das Prisma schauen wir uns mal etwas genauer an. Das ist nämlich kein gewöhnliches Prisma, sondern dieses Prisma besteht aus vier einzelnen aufeinandergesetzten Prismen. Das sind vier Gläser und diese vier Gläser haben alle unterschiedliche Brechungsindizes. Ich schiebe das Prisma jetzt in den Strahlengang rein. Und dann schauen wir, was mit dem Licht passiert. So sieht das dann aus, wenn das Prisma im Strahlengang drin steht. Das Licht kommt von hier, trifft auf diese Seitenfläche hier und tritt an dieser Seitenfläche wieder aus und wird dann auf die Wand projiziert. Wir können jetzt zwei Sachen beobachten. Zum einen wird das Licht gebrochen. Es geht nicht mehr gerade durch, sondern es wird an dieser Fläche hier und dieser Fläche hier jeweils einmal abgelenkt und trifft dann auf diese Seitenwand hier. Wir sehen dann schon, dass für diese vier Gläser die Brechungsindizes unterschiedlich sein müssen. Insbesondere ist der Brechungsindex dieses obersten Glases hier der größte. Das Licht wird am stärksten abgelenkt und der Brechungsindex des unteren Materials ist der kleinste. Das Licht wird am wenigsten stark abgelenkt. Außerdem sehen wir noch, dass die Brechung von der Wellenlänge abhängt. Wie stark Licht gebrochen wird, hängt von dessen Wellenlänge ab. Bei den vier Gläsern ist das jetzt so, dass das blaue Licht bei allen vieren stärker gebrochen wird als das rote Licht. Dass Brechung von der Wellenlänge abhängt, nennt man Dispersion. Und dass kurze Wellenlängen stärker gebrochen werden wie lange Wellenlängen, das nennt man normale Dispersion.